Servus Leute und seid herzlich willkommen zur ersten Folge der FIFA 18 Road to Glory. Und ja, es ist ein bisschen zu spät, um eine Road to Glory zu starten. Aber ich habe einfach mal Bock, sowas zu machen. Ich habe es bisher noch nie gemacht. Und deswegen mache ich es heute mal mit euch zuerst in einem Video. Ich werde natürlich die Road to Glory vor allem im Livestream machen. Aber natürlich kommen auch dann vielleicht ein paar Livestream-Zusammenfassung von der Road to Glory. Ich sage euch nur so, ich bin jetzt nicht der beste Trader. Und natürlich werde ich hier auch keinen einzigen Cent reinballern, sondern nur Euros. Kappa. Ja, und ich will heute einfach mal mit euch schon anfangen hier mit dieser Road to Glory. Heute, und zwar starten wir mit England als Team. Nation rein und dann machen wir das einfach mal. Ich habe das, glaube ich, bei meinem Hauptaccount habe ich das in Portugal oder so gemacht. Zeigt der Schlitz, das ist natürlich nicht. Und wir bekommen keine Ahnung, von Burnley sollte das sein. 78er Innenverteidiger. Und das ist unsere Mannschaft. Ja, gut. Also gut, sieht da wieder was anderes, ein bisschen anders aus, ne? Würde ich mal sagen. So, da bauen wir das Team mal hier ein bisschen um. Wir haben schon mal ein bisschen Chemie, aber wir brauchen natürlich noch mehr. Vielleicht bringt er hier noch irgendetwas, ein bisschen Chemie. Ich denke, das war's an Chemie. Vielleicht haben wir ja noch irgendeinen Spieler. Oh, darf ich anscheinend noch nicht. Ja, hier ist keiner. Das ist eigentlich so ein Bug, weil ich denke, das ist halt nicht mal so gewollt. Man kann dann einfach wieder wechseln. Nehme ich den nicht. Ich suche eigentlich immer nach einem Ronaldo, aber den gibt es selten. So, während ich jetzt hier nach Leihspielern schaue, kann ich euch mal ein bisschen sagen, was ich hier vorhabe in dieser Karriere. Und zwar werde ich versuchen, am Ende von dieser Road to Glory, zumindest eine Ikone zu haben, was natürlich schon eine schwere Aufgabe ist. Und ich denke, ach, sollen wir Klein nehmen? Ich könnte auch noch versuchen, irgendwie auf einen Kane oder so zu gehen. Oder natürlich der De Gea. Wäre natürlich auch noch was. Aber vielleicht bekommen wir hier einen Kane. Nee, leider nicht. Und ja, eine Ikone wird sehr schwer. Ist auch ein hartes Ziel, was ich mir da gesetzt habe. Aber ich will es einfach mal probieren, weil ich hatte bisher noch keine richtige Ikone, die bei meinem Verein auch richtig war. Ich denke, wir sind jetzt alle Positionen durchgegangen. Haben wir auch nichts. Okay, dann muss es wahrscheinlich der werden. Okay, Klein, wo war der jetzt hier? War der da? Ja, ich nehme jetzt einfach mal den Klein. Und dann hier unsere Trikots. Ich hätte gesagt, wir machen Weiß und Schwarz. Ah, was ist schöner? Ich denke sogar, dass das besser wäre. Dann wollen wir gleich Schwarz nehmen. Ich denke, ich fange mal hier mit dem an. War natürlich die schlechteste Entscheidung. Dann nehmen wir, okay, ja, das ist auch noch ein bisschen. Dann nehmen wir das von Tottenham. Eieiei. Ja, ich hätte gesagt, wir nehmen das, oder? Das hatte ich sogar im FIFA 17. Dann haben wir unsere Mannschaft bzw. unser Ultimate Team zusammengestellt. Und hier, das ist wieder das. Hier eine Partie. Oh Gott, scheiße. Dann wechsle ich ihn mal gleich ein, okay. Also ich denke mal, wir haben ja schon alles rausgeholt, was es zu holen gibt. Vielleicht noch hier, nee. Hier noch, nee, ich kann jetzt nichts mehr machen. Okay. Ups. So, okay. Jetzt habe ich mal ein bisschen was getan. Und zwar war ich mit dem falschen Account eingeloggt. Natürlich immer noch irgendwie falsch. Ich weiß auch nicht, was gerade falsch ist. Ich beende mal hier alles. Ah, ja. Jetzt sind wir gleich hier. Okay. Da wollte ich nämlich auch eigentlich hin. Und hier Squad Battles. Wir gehen jetzt mal hier rein und schauen wir mal. Legen wir los. Okay, erster Austausch. So, natürlich machen wir das gleich. Hier einen Keeper. Nehmen wir den. Let's go. Die erste SBC in FIFA 18. Okay, ja, habe ich gecheckt. Eieiei.
Da muss ich den jetzt hier leider abgeben, auch wenn ich das jetzt eigentlich nicht mag, ihn hier. Aber vielleicht bekommen wir ja den wieder aus dem Set. Und jetzt hier noch, uiuiui, es wird hart. Nationalitäten, genau 3, okay. Okay, dann muss ich hier noch einen nehmen, der wohl in meiner Mannschaft, glaube ich, drin ist. Okay, so ist es auch. Und dann, let's go, haben wir diese SBC jetzt auch schon. Da bekommen wir ein 2-Spieler-Set und dieses PlayStation-Trikot, das wo ich aber auf jeden Fall nicht verwende. Ich füge einfach mal dem Verein hinzu. Und dann machen wir natürlich gleich hier die Marathon-Leihe, ne? Man kennt ihn, die habe ich ja auf meinem ersten Account, beziehungsweise Hauptaccount, habe ich die jetzt schon gemacht. Und dann let's go mit dem Set. Ich hoffe natürlich, dass wir ein paar geile Spieler vor allem von England bekommen. Vielleicht hier gleich. Jawohl, my man. So, schau, noch einer. Let's go. Und ich denke, jetzt sollten wir schon volle Chemie haben. Untrade. Okay, dann müssen wir alles dem Verein hinzufügen. Nächstes Bronzespieler-Set. Ja, sogar ein Söldner, komm, auch. Nee, schade. Wäre auch zu geil gewesen, wäre das noch ein Engländer geworden. Und hier ist keiner. Okay. Ich hätte jetzt schon gedacht, zumindest einer aus der aus der englischen 4. Aber ich denke, da haben wir keinen Spieler. Nächstes Set. Ponce Set Bonus. Okay, let's go. Ja, brauchen wir eigentlich eh nicht anschauen. Hier kann man alles zum Verein. Russe brauchen wir jetzt eigentlich nicht im Verein. Aber vielleicht zeigt ja dieses 2-Spieler-Set der Schlitz. Nee. Wäre auch zu geil gewesen. Aber seltener Spieler. Das, wo ich bei diesen Hernandez! Let's go. Leider Untrade, glaube ich. Aber Hernandez ist doch schon mal okay. Ja. Untrade leider, aber kann man mal machen. Aber bei den Sets bekomme ich eigentlich nie einen Schlitz. Es sind ja jetzt 100k-Sets auch da. 0 Münzen, 0 FIFA-Points, was sich auch nicht ändern wird. Sind da. Dann hier erst einmal. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier ein paar Engländer mehr haben. Nein, England. Boom, hehe. Ja. Die 2 natürlich. Machen wir einfach mal so. 100 Cam Easter. Damit sieht das Team eigentlich nicht mal schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Die sind leider alle nicht. Ach komm, ich bin kein Anfänger-Kapper. Die spielen leider nicht alle in der ersten, weil sonst hätte ich Hernandez gleich einbauen können. So, dann machen wir mal hier die Bank. Haben wir hier noch ein paar? Nee. So. Okay, das ist unser Team jetzt. Also 170 für den Anfang als Erster.